links und rechts vom Splitter. Und jetzt erstmal nur die untere Produktion. Den können wir direkt anschließen. Und den können wir direkt anschließen. So, den Kollegen haben wir. Jetzt kommen wir hier nach links und ist auch scheiße. Hast du eine Idee? Nicht wirklich. Ich würde das nochmal abreißen und erstmal gerade die Maschinen hinsetzen, dann kann man sich das ein bisschen besser vorstellen. Wir haben nicht genügend Ressourcen nochmal für zwei Gießereien, oder? Gerade nicht. Also jetzt ja, weil wir haben ja hinten alles. Ja, kannst du die schon mal holen und setzen? Mit immer einen Abstand wieder? Ich glaube, wir müssen mehr als einen Abstand gehen, wegen des Splittern. Kannst du mal eine Werkbank hinsetzen? Dürfte reichen. Gießereien. Ich fange direkt von der Lager, also von der heilen Ecke an, ne? Ja. So. Ich mache mit zwei Plätzen frei. Okay. Zwei. Oh, passt ja. Mit dem müssen wir hier eins noch. Abreißen müsstest du dann alles voll, ne? Inventar bei mir. Und Gießerei. Hier hin. So, die Fördergrundanlage kann nochmal weg. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir das hier vorne aufgesplittet bekommen. Das wird jetzt ein bisschen schwierig mit der Herausforderung, weil das alles so eng jetzt hier ist im Eingangsbereich. So. Die Förderung. Eigentlich müssten wir die hier, ne? Die drei hier. Die drei? Die zwei. Müssten wir doch eigentlich nur erstmal in die Richtung hier leiten. So. Damit wir für die zwei schon mal blockieren. Richtig? Wir haben gesagt, wir bauen ein bisschen auf Schönheit. Da baut er auch auf die Mitte vom Träger. Ja, Mensch. Ja. So, jetzt können wir den erstmal. Erstmal, wenn überhaupt, dann bis hierhin ziehen. Ja, und später kümmern wir uns um den. So. Weil der andere wird eher zum Problem. Das ist jetzt einmal Kohle und einmal das, okay. Wo ist der Splitter? Das ist auch kein Problem. Jetzt kannst du den schon mal anschließen. Warte mal. Den Splitter hier dran. Ach, die Verbindung kackt ab. Och nö, jetzt nicht ernsthaft jetzt. Das ist der Grund, warum man Unity Media niemals in der Gegend von Köln Ports haben sollte. Einfach nur scheiße. Gut, ich setze ein Cut. Bis gleich. Ja, nach der kleinen Zwischenmeldung, was das Internet angeht, melden wir uns wieder zurück.
Wir waren bei dem Splittern. Aber Genau. du kannst einen setzen. Du weißt, Ja. dass du das Förderband nochmal neu connecten musst, ne, dafür. Ja, setz ihn direkt mittig hier rein, wenn es geht. Ja. Ja. Das heißt, der müsste doch rüber, genau. Gut, dann haben wir das auch schon mal. Boden ist zu steil. Wieso ist der Boden hier zu steil? Hä? Ich kann das nicht setzen hier. Mir ist der Boden zu steil. Dann möge es. Ja, dann mal. Genau. Das kann ich jetzt auch wieder. Stopp. Ja, okay. Was ist los? Hab mich eingebaut. Ah ja, das kenne ich, das ist ätzend. Das abreißen wieder. So. Ja, haben wir doch schon mal die. Kannst du die noch mit Strom versorgen und dann gerade die Ja. Bahn zu Ende bringen? Ja. Wir könnten ihn jetzt in der Zeit, in der wir die anderen dann überlegen und machen, schon mal produzieren, verstehst du? Okay. Weil Stahl brauchen wir viel. Was wollten wir haben da hinten? Konstruktor, ne? Konstruktoren frei und dann Lager. Konstruktor, ich glaube, der steht falsch rum. Ja, der steht falsch rum. Nicht connecten. Konstruktor. Da einmal und da einmal. So, die beiden hier rechten machen Stahlrohre, okay? Ja. Die beiden anderen sollen dann Container. Turbine machen. Container. Und der soll auch Turbine. Das stimmt. Und hier auch nochmal Container. Hast du noch Möglichkeiten, Container zu bauen? Das kann ich gerade gerne prüfen. Sehe, ja. Und die Dinger müsstest du jetzt auch bauen, die kann ich auch nicht mehr setzen. Kein Stahlrohr mehr dabei. Kein Dinger müsste Eisen. ich auch. Welche müsste ich setzen? Die Pfeiler. Wenn du mir gerade zeigst, wie das geht. Du setzt einen auf den Kreuzungspunkt, zwei hoch. Und den anderen hier direkt auf den Boden. Auch auf Kreuzung? Ja. Gut, Stahlrohr, Bauen. Stahlrohr. Läuft. So, hier müssen wir. Es Hier ist müssen blöd, wir dass mit der den da. Leitungen erstmal runterkommen. Ja, nee, das müssen wir hier machen. Hier hinten. Weil der steht beschissen dafür. Oder, nee, wir ziehen die einmal hier rum. Wir schlängeln die einmal. Wir ziehen die hier runter und schlängeln sie zurück. Wir haben Platz dafür. Okay. Können wir machen. Gut, dann. Müssen sie erstmal da rausholen. Ich habe kein Rohr mehr. Jetzt hier, wo ich jetzt den halte, siehst du den? Nein. Nein. Den da. Achso, den, ja, den sehe ich ja. Ja, den einmal da zwei hoch. Ja, Moment. Hier, war Ja, das hier? genau. Zwei hoch. So, dann einmal hier zwei hoch und hier zwei hoch. Und auf der Platte kannst du dann also komplett wieder Bodenhöhe machen. Hier ein und hier ein, siehst du ja.
verderbst. Hier stimmt was nicht. Was denn? Achso, okay, es ist schon wieder verbuggt, okay. Ich sehe schon wieder keinen Pfeil an der Stelle. Oh, packen das Game. So, dann ich baue schon mal die Splitter. So, ein Splitter war dann der hier. Der andere war ein Stück weiter vorher. Geht das denn? Nee, das geht nicht. Nee. Wie haben wir denn da hinten gesetzt? Mit wie viel Abstand? So, dass quasi noch ein Splitter theoretisch dazwischen passen würde. Also der steht auf der Ecke und der steht auf der Plattenmitte, okay. Der steht auf der Ecke und der kommt hier in die Plattenmitte. Gut. Eingänge hast du jetzt doch. Das heißt, bis hier auf die Platte, also hier, wo ich jetzt hier nochmal so ein Ding setze, hier die Teile hinsetze. Boden ist zu steil. Setz einfach die Dinger dahin. Ich förder, wenn er kann, ich dann bauen, ne? Okay. So, dann baust du jetzt hier auch nochmal parallel zu den Dinger auf. Ja. Und auf den Dingern, auf der hier direkt, ja. Da auch nochmal. So, den hier, okay, der ist jetzt ist blöd gebaut. Den machst du jetzt einfach mal. Ah, setz ihn einfach da hin, ja. Und den anderen musst du auch hier setzen, plus hier ein. Also warte, hier. Und hier ein. Der ist zu nah. Der muss einen weiter nach hinten. Ja? Ja. Was ist denn jetzt los? Geht nicht? Ah, der steht zu nah. Der steht zu nah. Der oh, eine Stufe. Brauche ich den um. Splitter. Jetzt? Ich hab den nochmal abgebaut. Ja, ging doch, oder? Kommt nicht gerade hier? Ja. Ja, aber setz bitte den Pfeiler nochmal hier hin. Juhu. Ja. So, den können wir direkt anschließen und den anderen bitte einmal hier direkt davor auf der Ecke einen hoch. Ne, einen weiter vorsetzen. Kannst du den nicht da hinsetzen? Wo ich bin, da. Ja. Und dann hier auf dem Mittelding wieder. Genau. So, dann beide. Träger bitte nochmal hier hin. Ein hier hin und ein wieder hier hin. Dasselbe hier auf der Ecke. Genau, und hier nochmal einen hier auf die Ecke. Jo, perfekt. Okay, was geht jetzt hier nicht? Da steht aber eigentlich nichts im Weg. Kannst du? Ja. Okay, warte, hier muss man noch bitte einen hinsetzen, weil das sieht so ein bisschen blöd aus. Wieder auf Bodenhöhe. Na, ja. Achso, ich kann keine bauen wegen Plattenmangel. Achso. Man läuft ganz schön leer heute, ne? Ja. Also außer Beton, da kann ich noch ein bisschen was bauen. Wir brauchen Strom. Jo, kommt. Erstmal, das in der Mitte muss auch wieder angepasst werden, ne? Ja,
Weißt du das vielleicht mal ab? Auch die Lager da hinten. So. Das noch weg und das noch weg. Lagercontainer. Da sind sie. Dann die Förderwände noch. Zwei. Und in der Mitte fehlt noch der Konstruktor. Konstruktor, wo ist er? Produktion. Konstruktor. Und. Andersrum. Jetzt. So, verbindest du die Platten, dann baue ich den Strom auf. Ist schon passiert, ja. So, da hinten die beiden Dinger laufen ja schon, ne? Ja. Der sollte Steel beamen, der sollte auch Steel beamen. Ich bin mal gespannt, was unsere Strom, unser Stromkreis vielleicht dazu sagt. Was sieht der? So, ist alles angeschlossen? So, alles eingestellt? Ja. Ja, sehr schön. Wir haben teilweise über 75% Auslastungsstrom. Wie viel können wir? Wir können 200 und haben teilweise 170. Sind schon wieder Lücken bei mir, ne? Ja. Bei dir auch? Ja, das ist aber durch den Splitter jetzt, ne? Drüben schon. Okay. Die laufen ja mit dem Splitter drüben, weißt du ja. Stimmt, ja. Weil die jeweils von einer Minus. Ja, dann guck aber mal hier oben. Auf dem oberen ist gar keine Lücke und unten mega. Warum? Das kann ich tatsächlich dann nicht sagen. Hat sich das oben vielleicht mehr gestaut als unten? Das ergibt irgendwie gerade keinen Sinn. Ich weiß es gerade nicht. Ja, egal, Produktion läuft. Wir haben unser Ziel erreicht. Jetzt die Frage. Mhm. Moment, wo ist die Werkbank? Die habe ich abgebaut, ne? Habe ich abgebaut. Kannst du nochmal eine setzen? Ja. Motor. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch den Stator. Brauchen wir Stahlrohre und Kupfer. Wenn ich zum Beispiel. Was willst du gerade machen? Forschung? Ja. Wenn du noch nichts weiter gemacht hast, kann ich dir sagen, was wir alles brauchen, ja? Okay. Nämlich? Wir brauchen nur noch den Stator, weil vom Allumkram haben wir doch genug, oder? Achso. Den Rotor, glaube ich, hatte ich hier nicht schon reingelegt? Ich meine ja. Haben wir genügend Rotoren? Ich meine, die sind da schon alle drin. Wieso ist da eigentlich nicht mehr angezeigt? Ach nee, scheiße, das ist ja der Weltraumlift. Nee, nee, also ich kann dir den Stand sagen, weil ich habe das heute, wann war das? Heute Morgen, ne? Hatte ich das ja gemacht. Ja. Und da habe ich meine Liste rechts, was ich jetzt alles brauche für den Weltraumlift. Ne? Okay. Ich brauche aktuell 266 Rotoren. 266 Rotoren. Und 266 Stadttoren. Eisenstangen und Schrauben, okay. Das müssen wir dann oben machen. So, ja. Und Statuen, wie viele? Auch 266. 266? Ja. 266. Wie viele Rohre mittlerweile? Könnte eventuell schon reichen. Kriegen wir heute noch hin. Perfekt. Dann haben wir zumindest schon mal Sicht in die nächsten Erforschungsstufen. Scheiße, ich kann nur 92 bauen. Wobei, 5 Motoren habe ich ja schon gebaut. Ich schmeiß das da gleich erstmal alles rein, damit das aktuell ist. So, du könntest gucken, ob du die Rotoren baust. Die Rotoren, ja. Schrauben und Eisenstangen brauchst du von oben. Das hast du ja alles fertig, musst du nur noch schnell mixen. Ist das eine Pistole? Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein.
Ja. Achso, das. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaubern. Die Achterbahn, die geht so ab. Ich denke mit der Gänse. Oh mein Gott!